geht es Ihnen? Ihre Unruhe geht bald vorbei. Das liegt am Niederzulampen. Das alles tut mir sehr leid. Aber es gab so viele Sicherheitsverstöße, dass wir drastisch durchgreifen mussten. Und Olivier wird vermisst. Er fuhr vor 2 Tagen nach Chicago, aber niemand weiß, wo er ist. Ich weiß, es scheint übertrieben, aber bei unserer hohen Sicherheitsfreigabe sind wir unseren Aktionären gegenüber verpflichtet. Ich verspreche, wir entschädigen Sie, wenn der Hacker gefasst ist. Entspannen Sie sich, okay? Und wenn Ihnen danach ist, sammeln Sie weiteres Material. Ihre Arbeit ist hervorragend. Sie werden staunen, was wir aus Ihrem Material gemacht haben. Bis dahin. Du bist im Bunker gelandet. Nett. Diese Templer da oben überlassen nichts dem Zufall. Wir kommen nicht mal mit zurück, oder was? Wir müssen alle Spuren verwischen, die du hinterlassen hast. Wie soll ich hier weitermachen? Hast du das gehört? Ah. Ich glaube, ich habe dir gerade Sicherheitsfreigabestufe 3 verpasst. Jetzt gehen wir zum Security-Raum und beobachten die zur Serverfarm mit den Kameras. Leider ist Melanie gerade da drin und sobald ich sie rausbegleite, kannst du ungeniert loslegen. Ich würde die Server ja selbst löschen, aber als Chef der IT wäre ich Hauptverdächtiger. Es muss jemand sein, den sie bereits eingesperrt haben. Okay. Ah, diese Templer. Die steuern unser Leben, weißt du? Sie entscheiden Wahlen, kontrollieren diverse Kapitalmärkte und pflanzen uns winzige Mikrochips ein, damit sie wissen, wo wir sind und was wir denken. Sehr beängstigend. Wo geht's denn hier raus? Fällt mir so gerade ein. Das ist wahrscheinlich nicht allzu richtig. Warte mal. Also doch da, oder was? Ja, doch. Schamo da zu sein. Okay. Lang? Ja. Jo, es sieht so aus, als können wir wirklich weiterhin niemandem trauen. Auch der guten Melanie nicht. Die scheint uns gerade alle so ein bisschen, ja, loswerden zu wollen. Ey, wir machen die ganze Drecksarbeit für die Typen und die wollen uns die ganze Zeit, wollen uns einfach die ganze Zeit ans Leder. Ja, ja, so ist das. Hey, du weißt, dass du eigentlich eingesperrt bist, ja? Es ist kein guter Plan, nach oben zu gehen. Bitte was? Jetzt müssen wir doch zu Fuß sein, leider zu lang, oder? Ja gut, das ist gerade aber davor gewarnt zu sagen, den Aufzug zu nehmen. Wir dürfen eigentlich gar nicht hier rumrennen. Zumindest ist das so. Die Kamera hacken. Wahrscheinlich das Ding hier, ne? Gut, wir müssen also wieder ein bisschen. Wie war das jetzt mit der Zahl? Ich bewege. Bitte. Zielzahl 735. 21, 35. Ah, ich verstehe. Wir müssen mathematisch denken. 98, 343. Gucken wir es damit. Gehen wir so hin. 86, 39, das ist zu viel. Wir müssen ein bisschen rumprobieren gerade. Passt. 7 mal 7 plus mal 5 mal 3 oder was auch immer. 235. Jedenfalls die Aufgabe gelöst. Sie müssten wirklich nicht selbst hier runterkommen, Miss LeMay. Mein Team wird diese Untersuchung durchführen. Aber Sie können doch jede Hilfe gebrauchen, John. Wir wissen nicht mal, wann die Hacker einbrachen. Das kann einige Wochen dauern. Höchstens. Trotzdem zu lang. Ich kann mein Team nicht eine Woche einsperren. Rechtlich gesehen schon. So steht es in den Verträgen, auch wenn viele sie nicht lesen. Ja, natürlich, aber mir gefällt das nicht. Also, wie geht's weiter? Mein Team bereitet gerade die Daten vor. Heute Nacht beginnt die Analyse. Ehrem Wort. Kaffee geht auf mich, okay?
So, den Cloud-Server hacken. So, warte mal, wieder richtig. Nimm mal die Schuss-Dings weg. Ich würde das gerne mal ein bisschen kleiner haben. So, Cloud-Server hacken. Muss ich hier rein? Ne, wir sind gar nicht richtig. Wir müssen zurück. So. Na denn. Dürfen wir jetzt den Aufzug eigentlich wieder nehmen oder müssen wir immer noch zu. Hab mich am Kaffeestand abgesetzt. Finde den Server mit den Netzwerklogs. Da ich jeden einzelnen deiner Hacks protokolliert habe, suchen wir nur nach den Zeitstempeln darauf und tauschen die Daten gegen etwas harmloses. Mhm. Ist ganz einfach. Schau mal da. Verteilen? Ist das richtig? Hier müssen wir ran. Jetzt. Komm mal rein. Was müssen wir diesmal machen? Aha, wieder ein bisschen rumexperimentieren. Wieder ein bisschen rechnen. Das hat man, glaube ich, eben schon das Thema. So, 7. 14. Warte mal. 7. Machen wir 7 raus. Wahrscheinlich nur alle 7, oder? Nee. Nicht ganz, aber die Zahl. Ich glaube, da gibt es mehrere Möglichkeiten, aber es ist wurscht. So, Remote Hacking initiiert. Oh, wir dürfen wieder ein bisschen Ding spielen. Okay. Mal gucken, wie lange das jetzt ganze Geschichte dauert. Keine Sorge, es passiert nichts. Eigentlich sollte das. So, jetzt müssen wir einen kleinen Moment warten, weil jetzt wird die Linie nämlich rot. Jetzt können wir nämlich nicht weitermachen. Jetzt wird die wieder rot. Nein! Da liegt meine scheiß Kleine, die treffe ich genau. Okay, so geht's irgendwie. Scheiße. Nein, weil ich diese kleine Mini-Linie getroffen habe da hinten. Ey. Hätte ich nicht getroffen, wäre es durch gewesen. Hätte ich das Ding wahrscheinlich geschafft. Aber ist egal. Alles ist gut, nicht schlimm. Passiert. Ist das eine etwas größere Lücke? Nein! Gibt es nicht. Schauen wir nicht, oder? Warum? Ich hab doch daneben getroffen! Also dadurch. Hä? Das war zu blöde. Das ist nicht ganz einfach. Mann, oh. Zumindest sind wir schon mal wieder so weit. Wir warten jetzt einfach ein bisschen ab. Passt. Extraktion erfolgreich. Schutzprotokolle werden umgangen. Die Verbindung erfolgreich. Im Film sehen wir uns sogar noch an, okay. Zu Beginn des tödlichen 18. Jahrhunderts. Mörder und Matrosen verbünden sich und leben nach dem Gesetz des Schwertes. Ohne Regeln oder Moral. Ohne Gott und ohne Furcht. Es gibt nur Verrat, Meuterei, Grausamkeit und Ausschweifungen.
An goldenen Stränden wartet reiche Beute. Riskieren Sie Ihr Leben und Ihre Seele, um diese Piraten zu bekämpfen. Benjamin Hornigold, Calico Jack, Charles Vane und Blackbeard. Alle tot. Fast zumindest. Pirates of Nightmares, ja, okay. Powered by Abstergo. Kleiner Trailer. So. Aha. Ich kann dich fühlen, Cipher. Fühlen. Aber kaum berühren. Das Signal ist zu schwach und ich bin zerstreut. Unkonzentriert. Ein Rauschen im Nebel. Schwebe in Netzwerken und Knoten. Im Nervensystem dieser Welt. Hörst du sie? Vielleicht wurde der Tempel zu früh geöffnet. Doch wir hatten keine Wahl. Die Katastrophe übertönte alle Zweifel. Oh. Wir segnen den armen Desmond. Er gab sein Leben, damit ihr, die Kinder unserer Mühlen, leben könnt. Um euer Ziel in unserem zu erfüllen. In meinem. Doch noch ist es zu früh. Meine Kräfte reichen nicht, um ein lebendes Wesen zu bewohnen. Es ist noch viel zu tun. Mehr Proben zu entnehmen. Mehr Artefakte zu finden, bevor mein Wille Wirklichkeit wird. Was ist da los? Sag schon! Vervollständigt mich meine Kinder. Meine Instrumente. Holt mich hervor und erfüllt euren Zweck. Schon. Klappe! Nein, nein, nein! Hier stimmt was nicht! Verfluch nochmal! Warte mal, sollte da sein! Jetzt! In deinem gottverdammten Schwedel! Fuck, 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 fuck! Warum hat sie dich verschont? Warum bist du noch da? Du kannst niemandem trauen hier! Selbst. Der Kollege wollte uns jetzt gerade mehr oder weniger einmal komplett irre machen. Alter, was geht heute ab? Was geht ab? Ja, gut, wir merken, es geht so langsam bis ans Ende zu. Jetzt sollen wir so wahrscheinlich alle nach und nach holen. Ja, ja, so ist das. Und der gute Roberts. Auch der wird sehr wahrscheinlich nochmal was abkriegen. Ein Gegner vielleicht? Keine Ahnung, ich weiß. Das Problem, ich kenne das Ende nicht. Also ist auch gut so. Weil ich nicht weiß, was jetzt auf mich zukommt. Fakt ist, für die Mission sind es nicht mehr. 7 insgesamt, glaube ich, sind es jetzt noch. Ich weiß nicht, ob das hier schon eine Mission drin ist. Hör ich hier nicht an? Doch. Natürlich. So. Bunkerfreunde. Verhalten. Na gut, haben wir das. So, die Frage ist, ob das jetzt schon die nächste Mission ist. Port Royal in Jamaika, April 27. Die Angeklagten, Mary Read und Anne Bonnie, seeräuberisch, verbrecherisch und auf böswillige Art Angriffe und Überfälle auf 7 Fischerboote verübt zu haben. Zweitens, das Gericht legt den Angeklagten zur Last, auf hoher See 2 Handelsschiffe verfolgt, beschossen und gekapert zu haben. Kapitäne und Mannschaftsgrade wurden dadurch in Todesangst versetzt. Ja. Edward James Kenway, geboren aus einer Mischehe in Swansea. Vater Engländer und Mutter aus Wales. Mit 18 verheiratet mit Caroline Scott. Inzwischen getrennt. Eine bildhübsche Frau, wie ich höre. Aber nicht wohl auf dieser Tage. Wenn ihr sie anrührt, ihr Bastarde, ich... Es überrascht mich, dich hier zu finden. Verbrannt in einem jamaikanischen Loch. Man erzählt sich, du hättest dich mit dem Piraten Roberts eingelassen. Wenn du weißt, wo das Observatorium ist, sag es uns und wir holen dich unverzüglich hier raus. Rogers kann diese britische Nunde eine Weile zurückhalten. Doch kooperierst du nicht, wird das dein Ende sein. Ihr Mary Read und Anne Bonnie, geht demzufolge dorthin zurück, wo ihr herkamet. Und von dort dann zum Auto eurer Hinrichtung, wo ihr dann einzeln gehängt werden sollet. Bis ihr kommet zum Tod. Tod,
tot. Oh, Rott. Möge Gott in seiner endlosen Gnade sich eurer Seelen gnädig erweisen. Wir sind schwanger. Habt ihr das alle gehört? Zum Teufel, was sagt sie da? Sie plädieren auf ihre Bäuche, Milord. Ei, aber ihr dürft doch keine schwangere Frau hängen, oder? Ruhe! Ruhe! Wenn ihr die Wahrheit sagt, wird eure Hinrichtung ausgesetzt, jedoch nur, bis ihr ausgetragen habt. Dann lasse ich mich wieder schwängern, wenn ihr das nächste Mal anklopft. Entfernt sie! Okay, krass. Gut, die Frage ist, ob sie immer noch daran glaubt, dass das wirklich eine Wahrheit entspricht oder sie einfach nur quasi im Endeffekt auf Zeit spielt. Aber Mary Read, beziehungsweise James Kidd, und so scheinbar auch. Wie ist dein Name? 4 Monate später. Conway? Er heißt Walpole, oder? Walpole? Wie kommst du darauf? Das erzählt man sich eben. Der dümmste und dreckigste Pirat, der je in der Karibik kreuzt. Kein Geld, gar nichts. Na, wie auch heißen mag. Du sollst ihn leiden lassen, ohne dass er stirbt. Befehl vom Gouverneur. Und bei Dämmerung zurück in den Kerker. Und ihm die Füße massieren, wenn sie wehtun, ja? Oi. Oi, Wasser. Lass das! Nö. Oi. Oi, Wasser. Lass das! Hallo. Kommt doch irgendwas zu. Sehe aber nicht was. Hey! Hey, lass das sein! Ich komme aber auch nichts weiter machen, ne? Ist das schon überhaupt die nächste Mission so nebenbei? Oi! Oi, lass das! Tatsächlich, wir haben Besuch gekriegt. Wer kommt? Was ist das? Captain Kenway, ich habe ein Geschenk für euch. Ach, wie heißt er nochmal? Was war da? Ihr dürft mein Kommen nicht missverstehen. Ich kam nur wegen Anne und Mary und ihr schuldet mir nichts dafür. Doch wenn ihr bereit seid zu helfen, verspreche ich euch sicheres Geleit von hier. Ich brauche Waffen. Ihr wisst, wie man damit umgeht, sagte man mir. Beeilen wir uns. So. Das ist, glaube ich, mehr oder weniger schon die nächste Mission. Oder? Wenn ich richtig im Kopf habe. Ist das schon die nächste? Ist das schon die nächste Mission? Ja, ne? Wir sind voll drin jetzt gerade. Ja, ja, klar. Gut. Ich werde hier nur einen kleinen Break machen. In der nächsten Folge geht es dann, also es geht wahrscheinlich die gleiche Folge weiter durchlaufen. Ich muss nur halt ein bisschen schneiden. Oh, ja, wieder Geld. Cool. Naja. So. Weiter geht's. Wir sind mitten in der Mission, leiden ohne zu sterben. Haben wir eine Waffe hier? Ach, wir haben Berserker, okay. Gut, der Eingang des Gefängnisses erreichen. Ah, cool. Ein paar. Bestimmt ist da oben auch noch einer drin. Nee, das ist kein. Frage, wie kommen wir da? Oh, da sind ja so viele. Kommen wir da außen, kommen wir nicht rum, ne? Der Gedanke wäre der gewesen, einfach mal komplett außen rum zu rennen. Aber nein, das stimmt, geht das nicht, oder? Warte mal, wo müssen wir denn da hin? Wir müssen da hin. Alles klar. Weil die Idee wäre vielleicht. Nee, das Ganze knicken. Also ich wäre die Idee gewesen, hier außen rum zu rennen. Das wird aber wohl kaum schaffbar sein, oder? Das heißt, wie weit? Wir haben keine Pistolen, Messer werfen. Wir haben Rauchbomben, wir haben nur die versteckten Klingen. Wir haben keine einzigen Schwerter, alles klar. Geil. Ja, wir können was anderes probieren. Fällt mir gerade ein. Können wir was anderes probieren? Die werden natürlich jetzt ein bisschen auf sich selber achten.
dachte ich jetzt ein bisschen. So, Frage, wie weit warst du? So, der räumt natürlich jetzt ein bisschen auf da, mal in seiner Truppe. Warte mal, kurz gucken. So, Alarmglocke besuchen. Mal wieder eine Waffe. So. Gut. So, erstmal haben wir wieder eine Waffe, vor allen Dingen. Es macht schon wieder zumindest ein bisschen Sinn. Das kann man versuchen. So, hier kümmert euch mal ein bisschen darum. Scheiße, Mann, ich will nicht da rein. Zwar ist natürlich nicht beabsichtigt so. Ah, geh mir nicht auf den Senkel. Nein, geh doch nicht da hoch. Du sollst da runter. Und du sollst da runter und da durchgehen. Geh da runter, Mann. Ja, geil. Warte mal. Ach Mann, warum musst du denn da? Du kannst auch durchrennen. Nee, das geht nicht. Das machen wir anders. Das, wir hängen uns einfach. Dann wären alle Gegner da jetzt um mir rumrennen, Mama. Ach, natürlich. Ja, ist natürlich total toll. Das war das jetzt. Edward. Anstatt, dass du da durchrennst. Nein, das wäre zu einfach. So. Ja. Warte mal. Berserkerpfeile nehmen wir lieber. Gute Nacht. So, die Dreie kümmern sich das mal ein bisschen darum, machen sich jetzt mal untereinander ein bisschen kaputt. Da komme ich aber bestimmt nicht ran von hier, ne? Nee. So. Get back here, you jackass!
So. So, jetzt muss ich mal kurz gucken, ob ich eine Waffe habe. Da. Ich hätte gerne eine Waffe, genau. Dass ich mal hier ein bisschen im Zweifel aufräumen kann. So, sind wir da aus der Nummer mal raus. Drücken Sie uns Mary und Anne finden. Ich keine Waffen? Guten Abend. Oh, das ist der Dreier. Kann nichts machen. Mann! Lass mich raten, ich darf jetzt natürlich nicht den nochmal neu machen. Das Problem ist, wenn ich keine Schwerter habe, gar nichts habe, ey. So, alles klar, doch, habe ich. Also ich bin jetzt hier, deswegen ist es ein Checkpoint. So viel ist es, wie gesagt, nicht mehr. So, bevor du jetzt nochmal Ärger machst. So.
Ach, das ist hier der Typ, der singt. Ich habe mich ja gewundert, was hier so losgeht, was hier so also abgeht. Nacht. Was ist auf einmal schon wieder aus, wenn man ein Schwert hat auf einmal? So kann ich mich ein bisschen wehren. So, gute Nacht. So. Jetzt. Ach, das ist hier. Das hört sich beabsichtigt eigentlich. Mary? Mary, ich bin Edward. Edward? Und wer ist das? Alles gut, Ann. Er ist dein Freund. Was ist mit Mary? Die ist krank. Und ihr Kind? Die haben es. Scheiße. Weiß nicht wo. Ich weiß, es schmerzt, my lady, doch wir müssen leise sein. Kannst du gehen? So, jetzt müssen wir erstmal die beiden Mädels rauskriegen hier. Stütz dich auf, Marina, komm. Ja. So. Ich kann nicht. Durchsuch die Zellen! Komm, genauso. Das wird wieder. Es wäre toll, wenn du weiterkommen könntest. Dann könnte man nämlich weitermachen. Ja, ist es. Halt! Bitte! Ich lass dich nicht zurück, verdammt! Heb deinen Arm! Du musst erst mal bis da hinten hinkommen. Ja, wunderbar. Ich gehe nicht ohne dich. Auf keinen Fall. Lass mich runter, Edward. Nein. Nein. Stirb doch nicht wegen mir. Geh. Das ist so eine Schweinerei. Du hättest die sein sollen, die mich überleben. Mein Teil ist getan. Und deiner? Bliebst du bei mir, könnte ich es. Mary. Ich bin bei dir, Kenway. Bei dir. Verteilen! Durchsucht ihr jeden Winkel! So, erstmal hier raus, oder was? Zu Ellen und Herr Atabailan gelangen. Okay, momentan ist der Weg relativ frei.
Okay. Jetzt geh mal weg. Ich geh weg. Kann ich hier raus jetzt? Oder so ein Problem? Oder. Na, Gott sei Dank. Was ist mit Mary passiert? Was ist? Ist sie tot? Scheiße. Oh nein. Oh Gott! Was werden die jetzt tun? Nichts Vernünftiges. Rächen, im Zweifel. Ihr habt sie zwar nicht verdient, aber sie passen euch. Wir zum Templer. Ne, zum Assassinen. So rum. So, damit ist die nächste Mission beendet. Leiden ohne zu sterben, heißt es. Ja, viel ist es nicht mehr. So, okay, auf geht's. Wie gesagt, vielleicht schaffe ich es heute noch komplett durchzuziehen, das Spiel. Viele, wie gesagt, sind es eigentlich jetzt nicht mehr. Es sind jetzt noch 6. Ja, 6 Missionen sind es noch. Oh, der hat sich jetzt mal überhaupt nicht eingekippt, der Kollege. Damit sollten wir auch wieder ein bisschen bewaffnet sein. Jetzt müssen wir keinen Moment warten. Und jetzt lassen wir noch, laufen. Eine Flasche. Da will ich erstmal was sehen. Wird das reichen? In all den Jahren hast du nie das erreicht, was ich in einem Fünftel der Zeit geschafft habe. Weil du ein guter Mann bist, Edward. Siehst du? Güte ist deine Krankheit. Das gehört mir, Robert. Gib es her! Und wir müssen wahrscheinlich jetzt nochmal gegen ihn kämpfen, wa? Oder was? Kennst du noch mein Credo? Ein kurzes und fröhliches Leben, das ist alles. Die Welt schuldet uns nicht mehr als das. Also nimm dir, was du willst, und stirb, bevor du miterlebst, wie man dich zum Narren macht. Gib es her. So ist recht, Junge, nimm es. Ich zertrete dich, Mario. Ich schlitz dich auf. Ach, guck mal, wo wir sind. Riech zurück in deine dreckige Hütte. Du bist meinem Irrsinn nicht im geringsten gewachsen. Robert! Willkommen an Bord, Kenway. Weite Plünderung und Abenteuer liegen vor uns. Bist du dabei? Aus dem Weg, Ben! Heb das Glas auf die Freiheit! Auf alle Herren Glücksritter und alle Damen der Muße. Und auf eine Welt voller Lunken, die besser sind als alle Könige und Königinnen. Als ehrbare Glücksritter genießen wir Überfluss und Zufriedenheit. Freude und Genuss, Freiheit und Macht. Welcher Mann bei klarem Verstand würde das alte Leben wählen? Ich tauchte meine Hände in schmutziges Wasser und als ich sie herauszog, fand ich es besser, ein Kommandeur, denn ein einfacher Mann zu sein. Weiter, verweiter, ey.
einmal von einem Adler, der hoch über einem Feld seine Kreise zog. Der stürzte sich aus der Luft herab auf ein Lamm, packte es und trug es fort zu seinem Nest. Ganz in der Nähe hatte das eine Dohle beobachtet und bildete sich ein, dass sie genauso stark und geschickt wäre. Also mit viel Geflatter und Federgerassel senkte sich die Dohle eilig herab und griff nach dem Fell eines großen Widders. Aber als sie versuchte davonzufliegen, merkte sie, dass sie nicht groß und stark genug war, um das Tier zu heben. Und selbst als die Dohle sich abmühte, bemerkte der Widder davon fast gar nicht. Ganz in der Nähe, hatte den Vogel und war äußerst amüsiert. Er rannte herbei, schnappte den Vogel und beschnitt ihm die Flügel. An diesem Abend gab er die Dohle seinen Kindern als Geschenk. Doch der komische kleine Vogelvater lachten und riefen: Wie nennt man ihn? Das ist eine Dohle, sagte der Vater. Aber falls sie noch einer fragt, wird er dir sagen, er sei ein Adler. Nicht mehr als 2 Jahre! Du hast es versprochen! Du bist gegangen, als ich dich am nötigsten hatte! Aber du hattest mich! Warum kommst du nicht zur Ruhe? Mach ich dich nicht glücklich? Ich bin so nah, Caroline! Bitte, lass mich das machen! Tust du denn alles nur aus Trotz, Edward? Es ist nicht der Trotz, der mich antreibt, Mary! Sondern Mut! Zu welchem Zweck, Mann? Du hast niemanden mehr, den es kümmert! Ach, Gott, nein! Ich komm schon zurecht. Du Laus! Immer zerstörst du, wenn du etwas aufbauen könntest. Sogar dich selbst, wenn sonst schon nichts ist. Lass mich in Ruhe! Ändere den Kurs, Edward! Ändere deinen Kurs, bevor es zu spät ist! Alter Verwalter, ey. Ich glaube, hier wird gerade richtig so ein bisschen in den Kopf gegangen. Captain Kenway! Siehst aus wie ein Eimer Pflaumenmus. Gott. Ich habe einen Kater für 10. Auf die Beine! Du machst es mir nicht leicht, Adi. Nachdem du mich mit Roberts allein gelassen hast, sollte ich wütend sein, dich hier zu sehen. Doch eigentlich bin ich ungemein froh. Ich auch, Bruder. Und es wird dich freuen zu hören, dass es deiner Jackdaw gut geht. Sollten wir Segel setzen? Du gehst? Aye, Edward. Ich werde noch woanders gebraucht. Adi, hör doch. Wenn Herz und Verstand bereit sind, besuche die Assassinen. Ich glaube, dann wirst du es verstehen. Gut. So, in der nächsten Episode geht's dann weiter mit der nächsten Mission.